Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Monskilo und wir tippen heute, beziehungsweise ich tippe heute die WM 2022. Und ich sag direkt mal, unter welchen Umständen das zusammengekommen ist. Das ist echt absoluter Scheißdreck, kann man wirklich so sagen. Aber trotzdem werde ich jetzt hier eine kleine Prognose zu machen, weil es halt so ziemlich die erste WM ist, die ich so richtig mitverfolge, seit ich mich so richtig krass für Fußball interessiere. Und ja, wir legen einfach direkt mal los mit Gruppe A. Ich mache das Ganze hier auf eurosport.de. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, wir starten mit Gruppe A, wo ich auf jeden Fall Katar auf dem letzten Platz sehe. Die können sich direkt wieder verabschieden. Dann auf dem dritten sehe ich auf jeden Fall Ecuador. Das ist für mich auch relativ klar, auch wenn die eine sehr gute Abwehr haben. Ich glaube, dann sehe ich doch eher Senegal auf der 1 und die Niederlande auf der 2. Weil Senegal, guckt euch deren Kader an, das ist wirklich stark. Mit Mané, Mondi als Torwart, Koulibaly, was weiß ich wer alles. Richtig viele gute Spieler. Weiter geht's mit Gruppe B, wo ich direkt schon mal England auf die 1 packe. Weil ja, die sind mit Abstand die beste Mannschaft in der Gruppe. Und auch einer der Top-Favoriten auf jeden Fall. Und dann sehe ich die USA, glaube ich, auf der 2, Wales auf dem letzten Platz und Iran auf dem dritten. Weil ich glaube, also vom Kader her würde ich sogar sagen, dass Wales noch ein bisschen besser ist. Aber der Iran ist halt auch krass, ne? Ich habe jetzt hier dazu nochmal so FIFA geöffnet. Können wir dann kurz auch so einfach nachgucken. Das heißt, wir gucken jetzt mal Iran und Wales an. Also hier gebe ich einfach Iran ein und dazu auch noch Wales. Und dann gucken wir mal hier bei den besten Spielern. Ja, nee, sind doch eher tatsächlich welche von Wales dabei. Also tatsächlich, Wales ist deutlich besser. Aber auch ein paar aus Iran. Von daher würde ich wirklich sagen, dass der Iran hier besser ist. Es geht ja eh nur um Platz 3 oder 4. Machen wir weiter mit Gruppe C, wo auf jeden Fall Argentinien auf der 1 ist. Dann setze ich einen kleinen Risikotipp, nämlich mit Polen auf dem letzten Platz. Hat man ja schon bei der letzten EM gesehen, die spielen keinen tollen Fußball, versuchen einfach nur den Ball auf Lewandowski zu ballern. Und der soll dann gucken, wie er ihn reinmacht. Und das funktioniert halt nicht oft. Und dann sehe ich Mexiko auf der 2 auf jeden Fall. Saudi-Arabien auf der 3, weil Mexiko halt auch eine gute Offensive tatsächlich. Und deswegen sehe ich die hier auf jeden Fall auf Platz 2, aber Argentinien wird locker auf Platz 1 landen. Dann Gruppe D, die ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig finde. Frankreich auf der 1, die werden hier das einzelne Spiel, sage ich, gewinnen. Australien eindeutig auf dem letzten Platz. Dann ist es schon relativ schwer. Dänemark, guter Kader auf jeden Fall mit Christian Eriksen natürlich, Kasper Schmeichel, korrigiert mich gern, falls irgendein Spieler nicht dabei sein sollte bei der WM, schreibt es gerne in die Kommentare dann. Tunesien sehe ich aber auch sehr, sehr stark, wir können mal ganz kurz gucken, was Tunesien für einen Kader hat. Tunesien, naja, ja, Skiri, Kasri und so, also eigentlich schon relativ gute. Und ich gehe wirklich auf Risiko und sage Tunesien auf der 2, Dänemark auf der 3. Aber ich finde, an sich könnte sogar die ganze Gruppe, also wenn Frankreich ein Spiel verliert, kann ich mir vorstellen, dass die am Ende letzter werden. Machen wir weiter mit Gruppe E, wo ich direkt schon mal hier Costa Rica auf den letzten Platz setzen werde, wenn höchstens einen Punkt holen. Und dann meine Prognose zu Deutschland wird sein, sie werden gegen Japan, wenn sie verlieren, das erste Spiel. Dann gegen Spanien und Costa Rica allerdings gewinnen und somit mit 6 Punkten hier die Gruppe holen. Japan wird auf Platz 2 weiterkommen und damit wird Spanien auf dem dritten Platz in der Gruppenphase ausscheiden. Jetzt Gruppe F mit Belgien, Kroatien, Kanada und Marokko. Da wird sich Kroatien, glaube ich, auf der 1 durchsetzen, weil die einfach stark spielen werden. Belgien, Platz 2 oder 3.
Ich sag 2, Kanada 3, Marokko 4. Ich könnte es aber auch Kanada und Marokko zutrauen, dass sie sich beide theoretisch auch durchsetzen in der Gruppe. Weil die sind nicht so schlecht. Die könnten, also zum Beispiel, wenn man hier Frankreich und Dänemark rausnimmt, könnten Kanada und Marokko hier diese Gruppe für sich entscheiden. Locker. Dann jetzt zu den zwei, meiner Meinung nach, interessantesten Gruppen. Nach der mit Deutschland vielleicht. Nämlich Gruppe G mit Brasilien, Serbien, der Schweiz und Kamerun. Und Gruppe H mit Portugal, Ghana, Uruguay und Korea. Gruppe G, glaube ich, wird sich Brasilien durchsetzen auf der 1, Serbien auf der 2, Kamerun auf der 3 und die Schweiz auf der 4. Ich weiß, die Schweiz hat einen guten Kader. Einige meiner Zuschauer gerade sind bestimmt auch aus der Schweiz. Aber Serbien, ich zeige euch mal kurz den Kader. Serbien, die sind so stark. Wirklich, die sind richtig krass. Hier, guckt es euch an. Guckt euch diese Ratings an. Also, die sind wirklich heftig. Vor allem mit dem Mittelfeld. Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic im Sturm. Gefühlt hören auch alle mit Itch auf. Aber die sind stark. Und Kamerun kann es auch zutrauen, dass sie besser sind als die Schweiz. Und dann am Ende kommt es so und die Schweiz gewinnt die Gruppe. Ja. Wir machen einfach mal weiter mit Gruppe H. Für mich wirklich die Gruppe, die die meisten Überraschungen zu bieten hat, meiner Meinung nach. Nämlich glaube ich, dass Portugal in dieser Gruppe letzter wird. Ja, einige werden sich jetzt an den Kopf fassen und sich denken, Monskilo, wie kannst du das machen? Wie kannst du die nur auf die 4 setzen? Aber mit der ganzen Kritik, die Portugal da abbekommt, wegen Cristiano Ronaldo vor allem, werden sich auch die wirklich anderen krassen Spieler wie Leao, Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes werden einfach nicht mit dem Druck klarkommen oder auch den Ball ab und zu einfach auf Cristiano spielen und der verkackt es dann. Und von daher glaube ich wirklich, dass Portugal als letzter direkt in der Gruppenphase ausscheidet. Das ist wirklich mein Risikotipp. Dann glaube ich, dass Uruguay erster wird. Mit einem starken Kader kann man nichts gegen sagen. Das sehe ich ähnlich wie Serbien. So vom Niveau ungefähr. Dann Korea oder Ghana? Ich glaube eher Korea, aber nur wenn Heung-min Son noch fit wird. Weil ohne Heung-min Son, da wird Ghana auf jeden Fall über den sein. Sieht gut aus, bist du bereit für die K.O.-Runde? Ja, das bin ich. Und jetzt kommen wir wirklich zur K.O.-Runde. Und die Achtelfinale. Senegal gegen USA, Argentinien gegen Tunesien, Deutschland gegen Belgien, Brasilien gegen Südkorea, England gegen die Niederlande, Frankreich, Mexiko, Kroatien, Japan und Uruguay gegen Serbien. Vor allem direkt Uruguay gegen Serbien. Ich habe gerade noch gesagt, die sehe ich auf einem ähnlichen Level. Und Deutschland gegen Belgien wird auch Zucker. Machen aber erstmal Senegal gegen USA. Die finde ich auch sehr schwer. Senegal mit Sadio Mané und Mendy und was weiß ich. USA mit Pulisic und ganz vielen Talenten. Ich sag Senegal. Ich sag Senegal, denn hier ganz klar Argentinien, da wird Tunesien keine Chance haben. Auch wenn ich dem wirklich was zugetraut habe, aber wenn sie gegen Argentinien rankommen, dann ist vorbei. Deutschland gegen Belgien. Oh, das ist schon schwer. Aber komm, ich sag Deutschland. Ich sag Deutschland. Am Ende scheidet Deutschland als letzter in der Gruppenphase aus. Ja, perfekt. Brasilien gegen Südkorea. Ja, sollte sich schon Brasilien durchsetzen. Auch wenn ich glaube, dass Südkorea schon ein paar Favoriten ärgern kann. Aber gegen Brasilien auf keinen Fall. England gegen die Niederlande. Ich glaube dann doch England. Weil die Niederlande sind von den Spielern her echt krass. Aber die haben die letzten Jahre immer so reingeschissen. Frankreich gegen Mexiko. Boah.
Also ich hätte gerade fast gesagt Mexiko weiter. Einfach weil Frankreich kommt mit schwächeren Gegnern einfach nicht klar. Hat man ja bei der letzten EM auch schon gesehen. Allerdings die letzte WM haben sie gewonnen. Also Titelverteidiger hier. Ja doch, Frankreich kommt weiter. Und dann die letzten zwei. Kroatien gegen Japan. Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube doch Kroatien. Auch, wie gesagt, Japan habe ich auch einiges zugetraut. Aber dann sind sie raus und jetzt kommt das Schwerste für mich. Uruguay gegen Serbien. Oh, meine zwei Geheimfavoriten schlechthin bei dieser WM. Und jetzt muss ich mich entscheiden, Uruguay oder Serbien. Ich glaube, Uruguay. Ganz knapp irgendwie so im Elfmeterschießen mit 16 zu 14, 16 zu 15 meine ich, wenn sie weiterkommen. Gefühl zumindest, wenn das so zustande kommt. Und jetzt Viertelfinale. Senegal, Argentinien, Deutschland, Brasilien, England gegen Frankreich und Kroatien gegen Uruguay. Jetzt geht's echt ab. Senegal, Argentinien. Ich glaube, da ist dann Schluss für Senegal. Hätte ich auch locker das Halbfinale zugetraut. Aber Argentinien für mich einer der Top-Favoriten. Und Deutschland gegen Brasilien. Also wenn jetzt Brasilien weiterkommt, spielen halt Argentinien und Brasilien im Halbfinale gegeneinander. Wenn Deutschland weiterkommt, trifft Deutschland auf Messi. Ich glaube Deutschland. Ich glaube Deutschland. Liegt natürlich auch daran, dass ich Deutscher bin und deswegen vielleicht ein bisschen subjektiv das Ganze hier ansehe. Aber ich glaube schon, dass sich Deutschland da knapp aber doch durchsitzt. Generell, Deutschland hatte bisher nur schwere Gegner, ne? Belgien, Brasilien, jetzt Argentinien gleich. Und jetzt England gegen Frankreich. Ah. Boah. Ich glaube, da wird sich schon... Ja, doch, Frankreich, ja. Hier Kroatien gegen Uruguay. Ich glaube auch Uruguay, auch wenn ich theoretisch hier England und Kroatien weiternehmen könnte und dann einfach das WM-Halbfinale von der letzten WM einfach nachstellen könnte. Aber ich glaube doch, dass Frankreich und Uruguay sich da eher durchsetzen würden. Und damit Argentinien, Deutschland und Frankreich in dem Halbfinale. Und dazu noch eine kleine Überraschung, Uruguay. Aber den traue ich, wie gesagt, einiges zu. Aber jetzt halt, wie gesagt, Halbfinale. Argentinien gegen Deutschland. Argentinien. Komm, ich gönn's Messi auf jeden Fall nochmal. Messi steht nochmal im WM-Finale. Und da treffen sie auf jeden Fall auf die Franzosen. Uruguay kann sich gut durchsetzen bisher gegen Serbien, gegen Kroatien. Sind auch nicht die allerschwersten Gegner. Aber schon zwei kleine Geheimfavoriten. Wobei Kroatien hat mittlerweile jeder auf dem Zettel. Aber gegen Frankreich wird dann schon Schluss sein. Und jetzt das Finale. Argentinien gegen Frankreich. Und tut mir leid, aber ich muss jetzt Messi zum WM-Sieger machen. Messi und Argentinien wird WM-Sieger. Frankreich zweiter Platz. Und ja, damit habe ich die WM hier getippt. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link, dann könnt ihr das hier auch tippen. Einfach einmal draufklicken, dann seid ihr hier auf der Website. Und damit würde ich sagen, bis bald und ciao.